Guten Abend, Stamini. Wir sind Jocelyn, Lukas, Lennart, Abed, Sverre und Luisa. Das TV-Studio-Team für heute. Jetzt leg doch mal das Buch weg. Ich gucke doch gerade etwas nach. Das ist wirklich sehr spannend, die Geschichte von Stamini. Das sehen wir uns lieber mal genauer an. Wie ist Stamini entstanden? Vor 12 Jahren. Und da haben sich Leute zusammengesetzt, unter anderem Ansgar. Und die haben sich gedacht, was könnte man Neues für Stormann machen? Mach du mal weiter. Da haben sie sich gedacht, machen ein neues Projekt, ein Riesenprojekt. Und jetzt ist das inzwischen schon seit 12 Jahren. Ja, das ist super. Genau. Wo war Stormini zuerst? In Ahrensburg. Ja. In Ahrensburg. Also wie ist Stormini entstanden? Hallo! Der Grundgedanke von Stormini kommt grundsätzlich dadurch, dass unser Ansgar, der das früher geleitet hat, das in einer anderen Stadt gesehen hat, wie Tilhausen zum Beispiel, und hat gesagt, Mensch, sowas können wir auch in Stormann machen. Und deshalb gibt es Stormini in Stormann. Genau. Wann war Stormini zuerst? 2007 in Ahrensburg. Oh, genau. Stimmt? Ja. Oh. Einige Zeltnamen ja, andere nicht. Wir haben den Zelträumen freigegeben, dass sie sich das aussuchen können. Und einige haben sich welche zum Motto überlegt, zum Beispiel Helmut und Mammut, da steckt das Wort Mut drin. Und der Grüffel und die Maus sind ja auch die Figuren von unserem Motto. Die sind auch mutige Figuren. Aber andere sind auch einfach so ausgedacht, weil die schön sind. Zusammenpassen. Aber mutig ist eigentlich jede dieser Figuren, oder Malte? Ich kenne nicht jede, aber ich glaube schon. Ladybug ist doch super mutig. Die kenne ich zum Beispiel nicht. So, jetzt machen wir eine kleine Englischstunde. Wer weiß, was Challenge auf Deutsch heißt? Jemand da? Nee, anscheinend nicht. Es heißt Herausforderung oder Aufgabe. Das Reporterteam haben sich zwei Leute rausgesucht, die sich der Herausforderung stellen. Hallo aus der TV-Redaktion. Ich bin Sophia aus dem Zeltnader. Challenges sind ja sehr beliebt und dürfen deswegen bei Stormini nicht fehlen. Wir suchen uns jetzt erst einmal einen Gegner. Wir begeben uns jetzt auf die Suche nach Gegnern für die Challenge. Hannes und Johanna, habt ihr Lust auf eine Challenge? Okay, ja. Ich bin dabei. Warum nicht? Okay, dann gehen wir mal draußen. Erste Challenge, wer kann länger den Wasserbecher halten? Und los! Hannes hat verloren, also bekommt er jetzt einen Eimer Wasser über den Kopf. Wunderschön. Wir kommen jetzt zur zweiten Challenge. Wer kann als erstes den Wasserbecher austrinken? Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Der Verlierer ist Hannes. Na dann, zwei Bestrafungen für Hannes. Viel Spaß. Da Hannes und Johanna so mutig waren, probieren wir die Challenge jetzt auch mal aus. Denn wir sind auch mutig. Wir hoffen, euch hat die Challenge gefallen. Und wir wünschen euch noch eine ganz schöne Zeit in Stormini!
Herzlich willkommen zu unserem Ratespiel mit Tabea und Benny. Die erste Frage lautet: Schätzt mal, wie viele Tonnen Material bei Stormini gebraucht wurden. Was habt ihr als Ergebnis? 250.000. Und du? 96 Tonnen. Okay, der Punkt geht an Benny. Es sind nämlich 33 Tonnen. Die nächste Frage: Wie viele Meter Zaun sind hier aufgebaut? Meter oder Zäune allgemein? Meter. Okay, wir haben es gehört. Achso, ja, ich habe 1,2 Kilometer. Ach, du hast Kilometer? Ja, 1,2. Wie viel hast du denn? Ich habe 45 Meter. Der Punkt geht an dich. Es sind nämlich 460 Meter. Du hast Kilometer aufgeschrieben. Ja. 1200 Meter. Meine ich, das ist ein bisschen sehr viel. Ja, okay. Ich kann mit links nicht schreiben. Musst du halten. Die nächste Frage lautet: Wie viele Liter Getränke sind hier gebraucht worden? Ja, ich bin fertig. Ja, okay. Ja, 4500 Liter. Ja, 4500 Liter. Okay. Was? Und deine Antwort? Okay, ich habe ein bisschen sehr wenig. 110. Das ist 110 Liter. Das ist vielleicht so ein Kind in einer Woche. Okay, der Punkt geht an Benny. Es sind nämlich 5000 Liter. Frage 4. Wie viele Freizeitangebote gibt es? Auf dieser großen Freizeittafel. Ich habe 32. Ich habe 35. Der Punkt geht an Benny. Es sind 20. Und nun zur Masterfrage. Ein Bauer hat 4 Hektar, ein 4 Hektar großes Feld. Alle Strecken sind gleich lang. Er braucht auf 3 Strecken 90 Minuten. Warum braucht er auf der 4. Strecke 1,5 Stunden? Weil sein Benzin alle ist. Ja, aber ich hab eine Frage. Kannst du es nochmal auf Deutsch vorlesen? Also also akustisch habe ich das jetzt noch nicht mal so verstanden. Ich kann Mathe nicht. Ein Bauer hat ein 4 Hektar großes Feld. Alle Strecken sind gleich lang. Das kannst du gleich bitte nochmal zeigen. Er braucht auf 3 Strecken 90 Minuten. Warum braucht er auf der 4. Strecke 1,5 Stunden? Hey, ja, weil Benzin alle ist. Ja, nee, wenn der Benzin alle ist, dann kann er ja nicht fahren, oder? Ja, aber dann fährt er trotzdem langsamer. Ja. Aber wenn es alle ist, dann kann ich ja nicht fahren, dann geht das ja nicht. Also warte mal, es ist ein Bauer. Das ist der Bauer. Genau, das ist der. So. Der hat noch einen Hut Bauer, auf dem Kopf. Mauer Rudolf. So. warte. So, der braucht auf 3 Strecken 90 Minuten, weil er schon ein bisschen älter ist. So, 3 Strecken. Er muss ihm auch Falten malen. So passt das, er hat ein paar Haare. So. Okay, man braucht da jeweils 90 Minuten. 90, 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 versteh's nicht. Wieso? 90 Minuten, das sind eine Stunde und eine halbe Stunde. Ja. 90 Minuten. Wenn man das zusammenrechnet und wenn man das jetzt mal in Stunden fasst, dann sind das 1,5 Stunden. Ja. Aber wenn man es in Minuten fasst, sind es 90 Minuten. Ja. 60 plus 30. Ja, ihr habt recht. Okay. Und ja, der Gewinner dieses Spiels ist? Benny, ich lobe Benny. Dich. Benny. Mit 3 Punkten. Das war's mit unserem
Quiz. Ich grüße Ted Griffelow, meine Mama. Hallo, ich bin Marc, ich beschäftige mich mit den Jobs in Stommi. Am Anfang machen wir eine kleine Fragerunde und fragen da die Zeltbetreuer, die Kinder, die noch gerade arbeiten, und doch das Berufsteam. Zum Schluss gehen wir nochmal zur Agentur für Arbeit, um die richtige Lösung zu erfahren. Luis, wie viele Jobs glaubst du gibt es? Also ich würde denken, das sind so 24, na, sagen wir mal 36. Alles klar, wieder geschützt. Ja, ich glaube, wir haben 62 Arbeitsplätze hier. Alles klar. Ja. Auf dem Lauf. 80? Alles klar, ja. Gerne. Weiß nicht, vielleicht 30, 40. Danke. Lukas, wie viele Jobs glaubst du gibt es hier? Ja, auch so 30, 40. Alles klar, okay. Danke schön. Schneid euch an. Jetzt geht's zur Agentur für Arbeit. Marc ist jetzt auf dem Weg zur Agentur für Arbeit, wo man uns die Frage, wie viele Berufe es bei Stommini eigentlich gibt, hoffentlich beantworten kann. Kimberly, wie viele Jobs gibt es hier? Wir haben 48 verschiedene Kategorien. Alles klar, wie sagt ihr schon? Sehr gerne. Das waren die Jobs. Und auch noch eine sehr große Hilfe. Nun zurück ins Studio. So, und jetzt noch kommt eine neue Folge von Mystery Man. Wir waren selber überrascht, weil die Toten hier auf einmal rein. Und warum laber ich hier eigentlich noch so lange? Seht selbst. Zu einem guten Abend Stommini Spezial. Jetzt bekommt ihr noch ein paar Eindrücke aus der Schauspiel AG. Wir machen erst in der ersten Arbeitszeit machen wir Schauspielübungen und in der zweiten Arbeitszeit erarbeiten die dann eine eigene Szene. Okay, halt mal.
Du hast auch noch Wasserschlange. Was ist das? Wir haben keinen Bock darauf. Wir wollten doch eine Wasserschlange machen, Leute. Du hast sie noch nicht mal gefragt. Ja, nicht nur noch nicht. Doch. Warum machst du das alles überhaupt? Also, eigentlich mache ich das ja nur, weil ich früher keine Freunde hatte und ich war immer so allein. Aber so macht man sich doch keine Freunde, oder? Das geht gar nicht. Ja. Guck mal, vielleicht könnten wir alle mal uns zusammen verabreden. Und vielleicht macht es ja sogar Spaß, wenn wir mal alle was zusammen machen und nicht immer gegeneinander. Also, von mir aus? Ja. Mut tut gut! Hallo und herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für den 2.7.2019. Angenehm über den Tag haben wir es 11 bis 17 Grad. Es wird windig. Luftfeuchtigkeit ca. 53%. Mittags 18 Grad. Morgens 14 Grad, überwiegend bewölkt. Wahrscheinlich regnet es nicht. Am Mittwoch werden die Temperaturen ähnlich wie am Dienstag sein. Tschüss. So, danke für die Wetterleute, für den Wetterbericht. Und wir sehen uns wieder morgen um 21.15 Uhr. Tschüss.